Yo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play One Piece Burning Blood. Im letzten Part haben wir angefangen mit der Story von Akainu und ich würde sagen, dass wir diese jetzt eben auch weiterführen. Wir müssen jetzt gegen die Piraten kämpfen und eben versuchen hinzubekommen, dass Ace seine Hinrichtung stattfinden wird. Inmitten des erbitterten Ansturms der Marine konnte Ruffy Ace zwar retten, doch Akainu startet einen tödlichen Angriff auf sie. Ace gibt sein Leben, um Ruffy zu schützen. Ruffy kann nur geschockt auf dem Boden sitzen, nachdem er seinen geliebten Bruder vor sich hat sterben sehen. Akainu nimmt keine Rücksicht. Keiner darf entkommen. So Leute, wir müssen jetzt mit Akainu gegen Marco und Chimbei kämpfen, was auf jeden Fall zwei ziemlich gute, krasse Charaktere sind. Weil Chimbei kann eben mit seinem Wasser die Wirkung meiner Teufelsfrucht unterbinden. Und Marco generell ist einfach ein richtig ziemlich starker Charakter. Mal kurz aufpassen. Ja, okay, Chimbei haben wir hinbekommen. Jetzt kommt nur noch Marco. Ich sehe hier gerade gar nichts mehr. Außer meinen Magma. Und. Also ich ziehe echt richtig, ich mache echt gut, richtig gut Damage. Ich glaube, wir haben Marco und Chimbei besiegt. Ging relativ schnell und flott. Nice. Und es geht eben weiter mit dem Einsturz des Marinehauptquartiers. Also mit diesem Kapitel. Jimmy versucht den vollkommen von Trauer ergriffenen Ruffy zu retten, indem er ihn zur Spitze der Bucht bringt. Akainu mit seinem Verständnis von Gerechtigkeit verfolgt sie, um die Blutlinie zu unterbinden. Hinter Akainu steht jedoch Whitebeard, der vor Wut schäumt. Leute, dieser Moment war so episch, wo Whitebeard hinter Akainu stand. Also ich hab das sowas von gefeiert im Anime. Vor allem war Whitebeard eben so richtig voller Wut und war, dass er Akainu eben Ace getötet hatte. Also war echt ziemlich krass. Und ich denke, Whitebeard ist halt echt ein Mann, auch wenn er älter ist, dass man ihn eben nicht unterschätzen darf. Vor allem, weil er eben zu den stärksten Piraten gehört hat, beziehungsweise, ja, ist er jetzt gestorben, aber zu den stärksten Piraten gehört. Und ich muss sagen, dass seine Teufelsfrucht auch ziemlich krass ist. Denn Whitebeard kann eben durch seine Teufelsfrucht wirklich komplette Gebiete zerstören. Und ich fand auch, dass er in Pirate Rares, also mit seiner Teufelsfrucht, war es auch ziemlich leicht, viele Gebiete zu erobern. Und so war es eben halt auch in One Piece. Und ja, Leute, wir haben Whitebeard besiegt. Also, wie gesagt, ich versuche mal im nächsten Kampf ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, weil ich mache hier andauernd nur die Vier-Kombo. Und ich habe jetzt schon gesehen, wer auf diesem Bild sein wird. Man hat die Crew von Blackbeard gesehen. Genau dieses hier. Der große Pirat Whitebeard wird von einem vernichtenden Schlag der Blackbeard-Piraten getroffen. Das plötzlich Auftauchen von Blackbeard bringt nur eine große Verwirrung. Aber Akainu will nicht nachgeben und setzt eine erbärmungslose Jagd fort. Akainus zürnende Fäuste. Tut mir leid, Leute, dass ich gerade ein bisschen fail beim Lesen. Also, ich laber ein bisschen zu viel, anstatt immer das vorzulesen. Aber ich denke, ihr könnt es ja pausieren und nachlesen. Also generell könnt ihr da mitlesen. Von daher denke ich, ist es in Ordnung. Und jetzt eben wieder mit Chimbei. Gegen Chimbei und Ivankov. Ah, jetzt habe ich hier ein bisschen zu früh loszulassen. Wie sieht's mit euch aus?
Diese Dreieck-Kombos von Akainu gefallen mir gar nicht hier. Weil die einfach viel zu langsam sind. Auch wenn die ordentlich Damage machen. Soll man hier jetzt keine Scheiße machen und mich auf den Kampf konzentrieren? Sonst fällt ich hier noch am Ende. Ich würde mal sagen, wir aktivieren unsere Super-Attacke. Ich denke, das müsste es für Ivankov gewesen sein. Das Böse muss gestoppt werden. Ja, das war's für Ivankov. Nicht jetzt. Und wir sind auch schon wieder Level abgekommen mit Akainu. Wie gesagt, ich muss sagen, dass diese Kämpfe hier relativ schnell gehen. Im Vergleich zu den anderen und auch nicht wirklich so krass schwierig sind. Aber ich denke, die schwierigen Kämpfe werden definitiv noch kommen. Jinbei schnappt sich den verwirrten Ruffy und rennt davon, so schnell er kann, während ihn Akainu dicht auf den Fersen ist. Eine von Akainus Attacken durchbohrt Jinbei und verletzt Ruffy, aber Jinbei läuft einfach weiter. Akainu versucht, einen vernichtenden Schlag zu landen, aber Ace, Freunde und Begleiter verhindern dies, um Ace letzten Willen zu ehren. Das Böse muss ausgelöscht werden. Sir Crocodile und Marco greifen wieder ein, um eben Ace und Jimmy die Flucht Ja, ich würde sagen, dass wir das hier ganz schnell beenden. Also, wie sieht es mit euch eigentlich aus? Spielt ihr Akainu öfters? Oder? Spielt ihn auch etwas weniger. Ich muss sagen, dass es ja zwar ein ziemlich nice Charakter ist, aber ich finde, seine Moves sind definitiv, also seine Kombos sind ein bisschen zu kurz und die drei Kombos gefallen mir nicht wirklich, weil die einfach viel zu lange brauchen. Also Sir Crocodile ist nicht wirklich ein großes Problem. Marco hingegen schon. Ja Leute, alle guten Dinge sind drei und wir haben es beim dritten Mal endlich geschafft, hier diesen Kampf zu beenden. Whitebeard und Ace. Vielleicht waren es die beiden, die diesen Konflikt ausgelöst haben, aber selbst ihr Tod kann dieses Schicksal. Blackbeard kämpft, um Marineford zu zerstören und Sengoku, um es zu beschützen. Akainu kämpft, um Ruffy zu töten und die Whitebeard-Piraten, um sein Leben zu retten. Ganz gleich, wie viele Tote es schon gab, die Marine wird so lange weiterkämpfen, bis auch der letzte Pirat tot ist. Genau in diesem Augenblick tritt ein einzelner Marinesoldat hervor. Dieser Marinesoldat ist Corby und ich bin gekommen, um diesen Kampf zu beenden. Ihr werdet mir jetzt alle zuhören. Die große Schlacht bei Marineford wurde dank der überwältigenden Kräfte von Rothaar Shanks endlich beendet. Die Marine nahm nicht nur dem großen Kapitän der Whitebeard-Piraten das Leben, sondern auch dem Sohn von Gold D. Roger. Damit hat die Marine einen unglaublichen Sieg errungen. Das plötzliche Ungleichgewicht der Kräfte in der Welt wird jedoch eine neue Ära der Instabilität hervorbringen. Das zuvor von Whitebeard kontrollierte Gebiet wird nun von Piraten geplündert und auch die Marine. Sengoku verlässt seinen Posten und Akainu wird seinen Platz einnehmen. Die von Akainu angeführte Marine wird zu einer noch stärkeren Militärmacht werden und den Piraten überall auf die Füße treten. Und ja Leute, wir haben auch eine Trophäe bekommen. Ich denke, das war's dann auch schon von der Story von Akainu. Genau, wir haben die Story mit Akainu beendet. Und ja Leute, das war's dann eben auch schon von diesem Part. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen, beziehungsweise der Let's Play Part hat euch gefallen. Das war's von mir, haut rein, euer Mautoxi. Ciao.